Ich war nie ein Fan davon, über andere zu reden in der Öffentlichkeit, Freundschaften oder warum was passiert ist und so, weil das für mich eigentlich Privatsache ist, weißt du? Am Ende des Tages wird uns ab der Schule beigebracht, dass wir Schafe sein sollen. Was hältst du zurzeit von der Hip-Hop-Szene? Die Mentalität international passt mehr zu meiner Mentalität als die deutsche, weißt du? Die Individualität in der Gesellschaft geht brutal verloren, gerade hier in Deutschland. Meinung zu Leuten, die keine Meinung haben. Viele trauen sich nicht, die Meinung zu sagen, weil sie Angst haben vor Ausgrenzung. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Alles mit der Zeit, meine lieben Freunde. Ich bin auf jeden Fall dankbar für die Leute, die. Es gibt schon viele Sachen, jetzt unabhängig auch von der Sache, die über mich verbreitet wurden, wo Leute gesagt haben: ey, so, ey, so, ey, so, ey, so, das ist passiert, so ist passiert, so ist passiert. Ihr wisst selber, ich habe selber fast noch gar kein Interview gegeben und habe mich zu Sachen teilweise gar nicht geäußert, so, weißt du, was ich meine, so. Und wenn dann Leute schon einen verurteilen, das ist wieder dieses Typische so. Die hören eine Sache und glauben das und sagen dann direkt, guck mal, der so, guck mal, der so, guck mal, der so. Ohne überhaupt die ganze Geschichte zu wissen, weißt du? Ich bin generell einer, ich halte mich eher bedeckt. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt wird auf jeden Fall auch mal von meiner Seite einfach erzählt so. Nicht nur die Sache, es gibt noch zwei, drei andere Sachen so. Wo ich auf jeden Fall, denke ich mal, irgendwann vielleicht was zu sagen werde. Vielleicht aber auch nicht. Ist auch viel Privatsache so. Aber ich finde es schade, wie die Menschen immer so andere schnell verurteilen, weil die irgendwie hingestellt werden, so, weißt du? Es gibt ja sogar Leute, die glauben, diesen Hatern, die so Videos über mich gemacht haben, was die da über mich erzählen und so. So, denkt erstmal selber nach, so lasst euch nicht immer von den Leuten leiten, die euch vielleicht reinzieht, so. Denkt erstmal selber nach, verfolgt alles, guckt auch nicht nur mit den Augen, sondern auch mit Verstand und vor allen Dingen auch mit Herz. Und dann wird man, dann da sieht man dann eigentlich schon einiges, so. Ich war nie ein Fan davon, über andere zu reden in der Öffentlichkeit oder über Freundschaften oder warum was passiert ist und so, weil das für mich eigentlich Privatsache ist, weißt du? Gerardo Vienna sagt, lass die Neider reden, Bro. Du bist einer von wenigen im ganzen Internet, wo dein großes Herz sogar online rüberkommt. Das sind schöne Worte, Bro. Dankeschön auf jeden Fall. Das weiß ich zu schätzen. Und ich weiß auch, dass meine Kern-Community, und das ist auch das, was ich in dem letzten Insta-Post, den ich gemacht habe, gesagt habe so, und da bin ich auch wirklich, wirklich stolz drauf und ich bin wirklich froh darüber, dass es Menschen gibt, die mich gesehen haben. Also die meisten von diesen ganzen Menschen, die mich gesehen haben, von diesen 370.000 Abonnenten und von den Millionen von Klicks, die ich schon gemacht habe, so, die haben mich nicht gesehen, weißt du? Die haben zwar was gesehen, aber die haben mich nicht gesehen. Aber es gibt ein paar Leute, die haben mich gesehen. Die haben mich wirklich gesehen, weißt du, was ich meine? So, und ich merke das immer wieder, wenn ich diese Menschen treffe. So. Es gibt einige, die ich schon getroffen habe in der Vergangenheit. Und das ist einfach eine Sache, wo ich extrem dankbar für bin und wo ich sage, so, das ist geil. Wenigstens gibt es noch ein paar Menschen, die nicht nur gucken, sondern auch mit dem Herz gucken. Weißt du, wie ich meine so? Und merken, was ist das für ein Mensch? Weil ich bin genauso einer. Ich sehe manchmal online auch Menschen so, guck mir irgendein Video an und dann merke ich so, ach du Scheiße. Krasser Mensch, so, weißt du? Egal, unabhängig von dem, was er sagt oder nicht, die Augen sind das Tor zur Seele. Und wenn du in die Augen guckst, dann siehst du, wenn du einen guten Zugang dazu hast, beziehungsweise wenn du rein bist oder mit reinem Herzen schaust, so, dann kannst du in die Seele reingucken. Und manche Menschen haben eine wunderschöne Seele, so, und das kannst du sehen, wenn du offen bist und wenn du dich mal frei machst von diesem ganzen anderen Scheiß, weißt du? Das ist auch eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass die Menschen wieder ein bisschen mehr dahin kommen. Wirklich zu versuchen, Menschen zu sehen. So. Am besten selbstständig, hasse 9-to-5-Jobs irgendwie. Ja, auch, das ist, glaube ich, auch menschenabhängig, weißt du? Der eine kommt ein bisschen besser klar mit einem 9-to-5. Es gibt sogar Menschen, meiner Meinung nach, die brauchen das. Sonst kommen die gar nicht mehr klar, weißt du? Und andere Menschen sind dafür gedacht, um zu leaden. Um zu führen. Dazu muss man sich halt erstmal richtig selber kennenlernen, damit man weiß, okay, wer bin ich eigentlich? Für was bin ich so bestimmt? Was ist so mein Ding? Was kann ich gut? Und das ist eine Sache, die wird uns ja nicht wirklich beigebracht. Weißt du, was ich meine so? Am Ende des Tages wird uns ab der Schule beigebracht, dass wir Schafe sein sollen. Wir sollen hinsetzen und die Fresse halten. Und du darfst nicht rausrudern so. Alle Menschen, die in dem Klassenzimmer sitzen, wenn es jetzt 20 Leute sind so, müssen den gleichen Weg gehen, die müssen die gleichen Dinge tun, die müssen sich gleich verhalten, die schreiben die gleichen Arbeiten, die werden gleich bewertet, so. Da kann sich gar nicht ein, also das richtige Menschsein wird da eigentlich schon kaputt gemacht, so.
Weil wie willst du dich als Mensch entfalten, wenn du alle Menschen in eine Box reinpackst und sagst, ihr müsst jetzt alle gleich sein, ihr müsst gleich funktionieren und der, der das am besten kann, der ist der Beste so. Ja, was ist, wenn einer ganz andere Facetten noch an sich hat, die unterdrückt werden in der Schule, die nie rauskommen? Dann ist der Mensch in dieser Schule, in dem Schulsystem oder in dem normalen Weg, den die normalen Menschen gehen, gefangen bzw. verloren und wird niemals richtig erfolgreich werden, so weißt du. Deswegen habe ich ja auch gesagt, was ich mir wünschen würde, ist, wenn es ein Fach geben würde in der Schule, was heißt, wer bin ich? Einfach nur, wer bin ich? Damit Menschen lernen, wer sie eigentlich sind und auch sich entfalten lernen, so weißt du. Das ist halt echt in dieser Welt, in der wir uns befinden, extrem schwer. Sich überhaupt zu entfalten, sich zu finden und zu wissen, so, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was möchte ich wirklich machen? Okay, ich bin zwar in der Schule, ich werde zwar immer angeschrien oder rausgeschmissen, weil ich ein lauter, aktiver Dude bin, so war ich zum Beispiel, immer angeeckt mit den Lehrern und sei ruhig und setz dich hin und sei nicht so extrovertiert und so. Ja, okay, Digga, aber in dem Bereich, wo ich danach hingegangen bin, so, da hat mir das, da war ich einer der Einzigen, der so extrovertiert und so ist, wie er ist und war dann gut darin, so, weißt du, was ich meine, so? Und das kristallisiert sich heutzutage halt gar nicht mehr, was heißt heutzutage eigentlich schon immer so, fast, so, seitdem es dieses Schulsystem gibt, so. Das ist voll schwer geworden für Menschen, sich rauszukristallisieren, weil die meisten, die ich draußen treffe, sind unzufrieden mit ihrem Leben. Das macht mich schon sad ein bisschen, weil, ja, ich glaube, wahre Glückseligkeit kommt erst, wenn du deine Bestimmung lebst, wenn du das lebst, für was du geboren bist, so. Was hältst du zurzeit von der Hip-Hop-Szene? Boah, ich bin gar nicht mehr so, ich bin da gar nicht mehr so. Ich guck mir das gar nicht mehr richtig an, was passiert in der deutschen Hip-Hop-Szene. Ich bin gerade so, also ich ziehe mir viel, viel international rein. Gerade ziehe ich mir voll die Interviews rein mit den OGs aus Amerika. So. Ich habe mir jetzt Snoop-Interview reingezogen, Game-Interview habe ich mir reingezogen, Ja Rule, Earth Guardi habe ich mir reingezogen. So die deutsche Szene ist ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, Digga, catcht mich nicht mehr so. Was haltet ihr denn von der Szene aktuell? Wie findet ihr denn so die Entwicklung? Was feiert ihr denn gerade so? Kommt neue Mode? Fragezeichen. Trainingsanzüge und Tanktops wären sehr interessant. Ja, ich bin gerade auf jeden Fall auf der Suche nach Leuten, die Bock haben, mit mir Bionic weiterzumachen. Und genau, da bin ich gerade auf der Suche, aktiv auch mit Leuten am Quatschen, Investoren etc. pp. Zu gucken, wer Lust hat, mit mir das Ding zu rocken. Weil alleine ist es nicht so einfach. Es gibt ein paar andere Sachen in Richtung Fashion, wo wir gerade am Start sind, die auch ein bisschen einfacher sind, so, weil ich da auch einen Partner gefunden habe. Aber für die Klamottensache habe ich bis jetzt noch keinen richtig guten, also ich habe noch nicht, es kam noch keiner, wo ich gedacht habe, so, okay, geil, da können wir jetzt weiter angreifen, weißt du? Also wir brauchen entweder irgendwie eine Klamottenmarke, die selber schon produziert, die Bock hat, Bionic mit aufzunehmen, so in ihr Portfolio mäßig. Oder halt ein Investor, der Bock hat zu investieren und sagt so, komm, ich investiere und wir ziehen das Ding wieder zusammen durch, weißt du? Nimmst du etwas mit aus deren Interviews? Ja, ja, safe. Das prägt krass. Die Prägi-Vibes, Motherfucker. Nein, ist auch persönliches Interesse auch einfach, weißt du? Ich bin mit dem Shit aufgewachsen, mit Snoop, mit Game, mit Ja Rule. Khaled habe ich mir reingezogen. Khaled, da nehme ich sehr, sehr, sehr viel mit. Grundsätzlich die Mentalität international passt mehr zu meiner Mentalität als die deutsche, weißt du? Es gibt hier natürlich auch so ein, zwei, drei Leute, wo ich sage, so, die haben auch eine ähnliche Mentalität, aber so der average Deutsche funktioniert ein bisschen anders im Mindset, so, weißt du? Aber ich denke, da wird auch ein Wandel stattfinden. Ich denke schon. Spätestens, wenn ich richtig in das Musikgame reinkomme. Na, werdet ihr schon sehen. Jeder Mensch soll individuell sein, aber in den Schulen wird jedem nur das Gleiche beigebracht. Wie soll man da sein Potenzial entfalten, wenn man etwas macht, worauf man... Ja, meine Worte, Bro, sehe ich genauso. Die Individualität in der Gesellschaft geht brutal verloren, gerade hier in Deutschland. In Amerika wird noch ein bisschen mehr wertgeschätzt, wenn du speziell bist. So. Selbst wenn du speziell komisch bist und die meisten Leute dich irgendwie komisch finden, wird es trotzdem wertgeschätzt. So. Leute feiern das, wenn du ein bisschen durch bist, wenn du ein bisschen anders bist als der Normalo, weißt du? Das musst du fast sein da, um ein guter Artist zu sein. Hier ist es eher, du musst dich anpassen. Umso besser du dich anpasst, umso besser funktionierst du hier in Deutschland.
umso politisch korrekter du bist und umso weniger du aneckst, umso geiler ist es, hier Erfolg zu haben, weißt du? Hier ist es echt so, dass es muss brutal vorsichtig sein, was du sagst, wo du bist, mit wem du abhängst, was für Musik und so. Die Leute trauen sich mittlerweile gar nicht mehr so aus diesem Raster auszubrechen. Leon, würdest du deinen Nachbarn melden, wenn er mehr heizt als erlaubt? Bro, nein. Auf keinen Fall, Bruder. Warum? Wenn jeder seine Bestimmung lebt, wer putzt dann die Jenny Jen 86 sagt gerade, wenn jeder seine Bestimmung lebt, wer putzt dann die WCs oder ist Müllmann? Glaubt niemand möchte, dass sowas seine Bestimmung ist, no front. Es ist schon sehr abgehoben, was du da sagst, so. Es ist schon sehr abgehoben, Digi. Weil ich habe mir schon so Interviews und Dokus reingezogen von Müllmännern zum Beispiel, die ihren Job mit Herz gemacht haben. So. Die haben Bock, so draußen zu sein, frische Luft zu haben, rumzukommen, immer wieder was anderes zu erleben auf der Straße und so. Nur weil die jetzt Müll in den Wagen reinschmeißen, sind die ja nicht weniger wert, weißt du? Und wenn jemand sagt, so, das ist ein Job, so, das erfüllt mich, so, ich bin happy, wenn ich nach Hause komme, ich verspüre keinen Hass und keinen Abfuck, wenn ich zu dem Job hingehe, so, dann ist es doch auch vollkommen okay. Und ich glaube schon, dass es manche Menschen, auf jeden Fall auch Müllmänner gibt und Putzfrauen gibt oder so, die das machen mit Herz. Weißt du, was ich meine, so? Das können wir ja nicht beurteilen, beziehungsweise du nicht. Wenn das jetzt nicht deine Vision ist, okay, meine ist es auch nicht. Ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen, so, aber ich würde niemals so das disrespekten, wenn ein Müllmann zu mir sagen würde, ich mache das mit Herz und das ist auch irgendwie mein Traum, was ich hier gerade lebe, es macht mir Spaß. Jedem seins. Die tun außerdem etwas Gutes für die Umwelt. Ja, vielleicht ist sogar das, wo die dann sagen so, okay, da ziehe ich mir mein Ding raus, so, weißt du, was ich meine? So, ich bin einer, ich lege Wert darauf, dass es sauber ist oder Umwelt etc. pp. Deswegen werde ich jetzt Müllmann, so. Why not? Und auch von da aus kannst du noch mehr erschaffen, weißt du, was ich meine? So, vielleicht wird der Bruder dann irgendwann seine eigene Firma an den Start bringen, wo er dann 2, 3, 4 Leute mit sich hat, die dann arbeiten, so. Und wer weiß, Digga, weißt du, was ich meine? So. Wer weiß. Leon, es gibt halt eine sehr krasse Cancel Culture in Deutschland, Bro. Ja, ja, ja. Diese Cancel Culture gibt es auch in den Staaten, weißt du? Ich weiß das, dass es auch da eine krasse Cancel Culture gibt, so. Da versuchen es auch immer wieder Leute, also versuchen die Leute immer wieder jemanden zu canceln, aber die Communities in Amerika sind auch so groß und da ist Hip-Hop, ist ja auch noch Hip-Hop in Amerika. Also wenn du einen richtigen Rapper, der im Game ist oder jemanden, der einen krassen Impact auf das Game hatte, so, versuchst zu canceln, gibt es auch ganz viele, die sich dann hinten dran stellen und sagen, nein. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die ganz weit oben sitzen, weißt du so? Die wirklich ganz, ganz, ganz weit oben sitzen. Da gibt es Leute, die waren so, es gibt so zum Beispiel, ich glaube, der Bruder von Def Jam, der mit Def Jam mitgegründet hat, müsst ihr euch mal vor, aber auch Rockefeller schon, Jay-Z, Biggs und Dame Dash, so, weißt du, was ich meine? Die waren teilweise, Jay-Z, ich weiß gar nicht, der hat Packs weggedrückt, weißt du, was ich meine? Und ist dann zu einem CEO geworden, der ein Label führt. Weißt du, was ich meine? Und sowas gibt's hier noch gar nicht. Sowas gibt's hier in Deutschland noch gar nicht. Dass Leute, die wirklich von der Straße kommen oder die vom Hip-Hop kommen, die wirklich von Rap kommen, die von dem kommen, was Rap ausmacht, die Essenz Hip-Hop so, die von da kommen und irgendein großes Label zum Beispiel schmeißen oder A&R bei Universal sind oder so, weißt du? Das muss es halt geben, weil die Leute haben Eier so. Die Leute haben auch Eier zu sagen, wir riskieren jetzt mal was oder wir halten den Künstler auch, wenn der gerade Shitstorm hat so. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt hier noch gar nicht drin so richtig. Und das ist natürlich, das ist wie eine Pyramide, das geht von oben nach unten durch. Die oben an der Spitze sitzen, die entscheiden, was gemacht werden darf und was nicht. Ich küsse doch dein Herz, Leo, und hab mir Tickets gekauft für Bodo Schäfer. I like that, man. Schäfer, ey, Motherfucker, der Typ prägt auf jeden Fall. Kann ich nur ans Herz legen. Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner und der Weg zur finanziellen Freiheit. Sehr nice, sehr nice. Der ist ein guter. Nachbarn melden wegen zu viel Heizen. Stasi-Vibes, ey, denn? Gib mir die Stasi-Vibes, jo. Stasi. Bruder, scheiße, Alter. Mann, Menschen sollten mal wieder ein bisschen mehr sich auf sich konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Scheiße, Alter. Immer dieses Bevormunden so. Oh, guck mal, der macht das, der macht das, der macht das. Ich muss jetzt dem sagen, dass er das falsch macht. Ich muss dem sagen, dass er das falsch macht. Ich muss dem sagen. Bro, ich sag euch ganz ehrlich, wenn ihr jemand seid, der einem anderen sagen möchte, was er richtig und falsch gemacht hat, dann seid ihr unzufrieden mit euch und eurem Leben.
wenn ihr wirklich zufrieden wärt und wenn ihr euren Traum leben würdet und wenn ihr das machen würdet, für was ihr bestimmt seid, hättet ihr keine Zeit dafür, jemand anderem zu sagen, was er richtig oder falsch macht. Hä? Wie? Was ist das für ein... Da auf so eine Idee kommst du nicht mal. Weißt du, was ich meine? So, weil das fucking... Was interessiert mich das, Bruder? Was interessiert mich das? Wenn ich mich auf andere konzentriere, wenn ich einer bin, der halt wirklich Passion hat für das, was er tut, so, und ich einen Einfluss auf andere haben möchte oder nehme, dann mache ich das nur, wenn ich einen guten Einfluss auf die nehme, beziehungsweise denen irgendwie helfen kann oder so. Weißt du, was ich meine? So, ein Mensch mit Passion, der sein Ding macht, der seinen Traum lebt, hat keine Zeit dafür, jemandem zu sagen, was er falsch macht. So. Nur, wenn er diesem Menschen danach helfen möchte. Aber nicht einfach so, ey, Bruder, du machst das und das falsch. Ey, Bruder, guck mal, das und das, das war ein Fehler. Bruder, du solltest eigentlich... You gotta relax. Wegen von Straße zum CEO, meinst du Haftbefehl? Digga, scheiße, Internet macht Faxen gerade. Sorry, wenn es ab und zu hängt, auf jeden Fall. Ja, safe, Bruder, Haftbefehl ist auf jeden Fall... Ja, aber Haftbefehl muss bei Universal irgendwie Head of irgendwas sein. Weißt du, was ich meine? So, und das wird auch noch kommen, die Zeit. Die Zeit wird noch kommen hier in Deutschland, wo diese Jungs die großen Dinger managen, beziehungsweise den Impact auf die großen Labels haben und denen sagen, was sie zu tun haben, etc. Das wird auch kommen in Deutschland. Es ist halt noch ein bisschen weiter hinten. Du weißt doch, Amerika ist immer seine paar Jahre voraus oder paar Jahrzehnte sogar teilweise in Ding. Meinung zu Leuten, die keine Meinung haben. Jeder hat eine Meinung. Die meisten nur, viele trauen sich nicht, die Meinung zu sagen, weil sie Angst haben vor Ausgrenzung. Jeder hat eine Meinung. Aber Leute haben halt Angst vor, nicht reinzupassen und so. Und es geht jetzt nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern es fängt ja auch in der Schule schon an. So, man passt sich irgendwie an, damit man, so viele passen sich an, damit die cool sind, damit die zu den Coolen gehören, damit die nicht gemobbt werden, damit die nicht, weißt du, was ich meine, so? Was man ja auch verstehen kann, aber da fängt diese Anpassung schon an. So, und das über die Jahre, über Jahrzehnte hinweg, verlierst du dich einfach irgendwann komplett selbst und lebst einfach nur noch das Leben von irgendjemand anderem. Von irgendjemandem, der dir eingeredet hat, so, du musst so sein oder so sein. Und verlierst dich halt irgendwie selber in dieser Welt hier. Und das sehe ich bei leider ganz vielen Menschen so, dass die gar nicht mehr richtig sie selbst sind und einfach nur noch reagieren und sich beschallen lassen vom Fernsehen, von Social Media, von Freunden. So am Wochenende sich wegschießen mit Alkohol. So einfach saufen, dies, das, bla, scheiß drauf, nach Hause gehen, schlafen, nächste Woche wieder arbeiten, so. Ich muss mein Geld machen. Die haben gar nichts mehr mit dem echten Menschsein zu tun. Freunde, wacht auf, Digga, ich schwör's dir, wacht auf. Bruder, ich finde es krass, wie manche Leute, ohne Namen zu nennen, sich als Moralapostel aufspielen und Leute öffentlich verurteilen für Fame und Geld. Traurige Dunja. Ja, Digga, diese Leute sind verloren halt. Die sind verloren in diesem System, Bruder, lost. Einfach, weißt du, in dieser Matrix. Ich nenne es einfach Matrix so. Wie gesagt, die reagieren einfach nur. Die machen einfach halt nur irgendwelche Sachen so. Und vergessen dabei, was die meisten Menschen vergessen haben, ist, dass wir alle miteinander verbunden sind, so. Dass wir alle irgendwie zusammengehören, weißt du? Und die Leute haben auch vergessen, dass wenn wir jemandem was Schlechtes tun, wenn wir jemanden beleidigen, jemanden sein Brot kaputt machen wollen oder einfach nur ihm das nicht gönnen, was er hat und so, dann tun wir nicht nur ihm was Böses, sondern dir selber tust du auch was Schlechtes und allen anderen Menschen auch so, weil was gewinnen wir dadurch? Was gewinnen wir dadurch? Nix. So, das ist eine Sache, die müssen die Menschen halt mal wieder verstehen, dass wir sind eine Spezies, Digga. Wir gehören alle zusammen, aber auch mit den Tieren und mit der Natur und so. Und wenn wir das hinkriegen würden, dass die Menschen wieder das Bewusstsein dafür bekommen, dass wir alle miteinander connected sind und Menschen wieder anfangen, an Gott zu glauben, an die kreierende Energie zu glauben, an das zu glauben, wo wir herkommen, so, dann würde es keinen Hass mehr geben, keinen Krieg geben, keine Gewalt, keinen Neid, keine Missgunst. Das würde es alles nicht geben. Das ist Teufelswerk. Das ist der Teufel. Der Teufel, der uns versucht, vom Menschsein abzuhalten. So, das ist ein Fact so. Und wer das nicht glaubt, der ist halt immer noch in dieser Matrix gefangen so. Kommt da raus, ich schwör's dir. Und fangt am besten damit an, nicht mehr neidisch zu sein, nicht mehr anderen Menschen irgendwie das nicht zu gönnen, andere zu beleidigen, andere runterzubuttern oder irgendwie böse zu sein. Weißt du, was ich meine so? Fangt am besten da an, weil das kann jeder. Dazu brauchst du kein Geld. Dazu brauchst du nichts. Du brauchst nichts dafür, weißt du so? Das kannst du machen, einfach indem du dein Herz wieder anschmeißt. So.
11.11 Uhr, gutes Zeichen, Bro. Bro, meinst du bist spirituell angekommen? Hatte das Gefühl, du wusstest nie, wohin mit dir selbst. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Spirituell angekommen, richtig spirituell angekommen, gibt es ganz wenige Menschen auf der Welt, die wirklich angekommen da sind, wo wir hingehören. In unserer Mitte, Mensch sein. Und ich bin auf dem Weg dahin. Ich weiß, dass ich das Calling schon habe, seitdem ich schon ganz lange habe, so. Deswegen kommt es für Menschen nach außen auch so rüber, als ob ich nicht genau wusste, wohin mit mir, weil ich einer von den Menschen bin, der die Wahrheit sucht, so. Weißt du? Ich suche die Wahrheit, Bro. Ich mach nicht einfach irgendwas. Ey, mach jetzt das, dann wirst du erfolgreich, dann machst du Geld und dann bist du glücklich. Das ist es nicht, Bro. Weißt du? Und ich weiß, dass die meisten Menschen da draußen halt den Weg verloren haben und einfach irgendwas machen, damit sie Geld machen, damit sie ihre Familie ernähren, damit sie, aber sie machen alles nur nicht ihre wahre Bestimmung finden und zurück zum Menschsein zu finden, weißt du? Ich bin auf dem Weg dahin, ich bin noch lange nicht angekommen, aber sei dir sicher, so, ich werde weiterhin diesen Weg gehen, weißt du, weil mein größtes Ziel war schon immer Glückseligkeit und nicht fettes Geld oder fetten Fame oder irgendwie sowas, weißt du, das war eine Zeit lang geil, so, man vermisst auch die ein oder andere Sache von der Zeit, wo du halt Hype hast und Fame hast und so ein Scheiß, so. Aber ich weiß, dass ich halt innerlich und spirituell und vom Herz her einen ganz krassen Wandel mache und halt immer mehr zu mir selbst finde, weißt du? Zu dem, was ich wirklich bin. Und ich sag dir, wenn du das gefunden hast irgendwann, dann wird das alles andere von alleine kommen. Und es gibt ganz wenige Menschen auf dieser Welt, die es geschafft haben.